Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Schweinsteiger. Nun Bartstuber. Schweinsteiger. Korb. Waldemar Anton. Rückpass hier zum Keeper. Fairer Einsatz hier. Ja, setzt gut den Körper ein. Leonardo Bittencourt. Suat Serdar. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Guter Vorstoß. Kann was werden. Da können Sie jetzt flanken. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? ja. Kein Grund zur Aufregung. Den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Gieselmann. Bartstuber. Ball bei Schweinsteiger. Leonardo Bittencourt. Korb. Waldemar Anton. Schweinsteiger jetzt. Korb. Leonardo Bittencourt. Gieselmann und Bartstuber. Jetzt Schweinsteiger. Und da haben wir ihn, den kommenden Gegner von Hannover 96. Ja, es geht gegen den FC Augsburg im nächsten Spiel in der Bundesliga. Und ich denke, das dürfte durchaus machbar sein. Jetzt Schweinsteiger am Ball. Korb. Waldemar Anton. Leonardo Bittencourt. Verteidigt den Ball, wartet auf die Kollegen. Schweinsteiger. Bartstuber. Jetzt Bartstuber. Da verlieren sie den Ball. Kampe. Forsberg. Augusta. Jetzt wird's gefährlich. Flanke abgeblockt. Klasse Technik. Geht mit einem Wurf weiter. Leonardo Bittencourt. Korb. Super dazwischen gegangen. Unaufhaltsam. Rodrigo. Augustin. Super dieses Zuspiel. Er pfeift ihn zurück. Abseits. Und da pfeifen sie die gute Chance ab. Aber das war abseits, wenn auch knapp. Leonardo Bittencourt. Und da ist der Ball wieder weg. Da wollten die Fans einen Elfmeter ab. So, was machen sie draus? Klasse Zuspiel. Er hält diesen Ball. Sensationell.
So, Ecke kommt. Da ist die Szene vorbei. Gut aufgepasst. Jetzt wird es hier einen Wechsel geben bei RB Leipzig. Genau, neue Impulse sollen jetzt her von der Bank. Der Trainer muss reagieren, sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Matheus Cunha, Forsberg. Jetzt könnte er flanken. Rodrigo. Emil Forsberg. Der Ball geht nicht rein. Weiter ein Torunterschied. Sie spielen das ja gut, bekommen ihre Chance und liegen auch vorne. Aber sie sind zu nachlässig und damit baust du den Gegner wieder auf. Und jetzt gibt es Einwurf nach diesem Kopfball. Orban. Matheus Cunha. Forsberg. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Jetzt der Ballverlust. Der Ballverlust. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Jetzt der Vorstoß. Macht das da gut. Da ist die Flanke ins Zentrum. Das hätte gefährlich werden können. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Da schießt er. Exzellenter Konter. Das stimmt. Eigentlich alles. Nur der Treffer fehlt. Ja, war gut gemacht. Und wir sehen, das ist ein Mittel, das zum Erfolg führen kann. Er schüttelt den Kopf. Er kann es nicht fassen. So eine schöne Chance, so eine klare Chance. Und dann doch nicht der Ausgleich. Gieselmann. Es gibt Einwurf. Jetzt wird es hier einen Wechsel geben bei RB Leipzig. Genau so ist es. Emil Forsberg verlässt den Platz. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Waldemar Anton, Suat Serda, Bastian Schweinsteiger, Korb. Jetzt Schweinsteiger. Suat Serda. Gieselmann. Schürrle. Ja, könnte was werden. Leipzig über außen. Amadou Haidara. Kampel. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball.
Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Sie wollen nicht in Unterzahl geraten. Deshalb wird der verwarnte Spieler jetzt ausgewechselt. Ist besser so, denn es besteht ja immer das Risiko der zweiten Gelben. Da passt er auf und hat den Ball. Gieselmann. Podolski. Kampe. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Da kommt der Pass. Das ist noch gefährlich. Den Ball kann er klären. Ball verspringt, klar, schwache Ballannahme hier, aber der Druck war auch enorm. Kampel. Amadou Haidara. RB Leipzig, jetzt vielleicht. Chance lebt noch. Ball geklärt, das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit gewesen. Sie verlieren den Ball. Ben Davis. Kevin Kampe. Er schirmt den Ball ab. Kampe! Das hätte sein zweites Tor heute sein können. Aber er macht ihn nicht. Trotzdem, gutes Spiel bisher. Ball bei Schweinsteiger. Leitner. Da verlieren sie den Ball. Gute Aktion jetzt. Super durchgesetzt. Gefährlich. Da ist die Flanke. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Amadou Haidara. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Podolski. Und Schürrle. Schweinsteiger. Ballverlust. Macht das da gut. Da packt er den Trick aus. Klasse. Sieht gefährlich aus. Er gibt abseits. Gieselmann. Jetzt Schweinsteiger am Ball. Waldemar Anton. Podolski. Wagner. Schöner Spielaufbau jetzt. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Ganz eindeutiges Foul. Klar spielt er auch den Ball, aber so darf man da einfach nicht reingehen. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Freistoß aus gefährlicher Position, das könnte durchaus was werden. Da wollten sie viel, aber rausgekommen ist sehr, sehr wenig. Nee, nicht wenig, Wolf. Nix, gar nix. Und das war auch nix.
Kampl. Amadou Haidara. Jetzt Sabitzer. Kampl. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Rodrigo. Die Leipziger machen Druck. Marcel Sabitzer. Ja, Zieler, ganz sicher. Schweinsteiger jetzt am Ball. Wagner. Leitner. Und Schweinsteiger. Da kommt der Pass. Ja, könnte was werden. Super Aktion, gut geklärt. Guter Einsatz, das war wichtig. Ja, das gibt Einwurf. Nordi Mukiele. Ben Davis. Es gibt Einwurf. Leitner. Badstuber. Den Ball spielt er raus. Gieselmann. Misslungener Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Es geht mit Abschluss weiter. Die Führung soll jetzt verteidigt werden. Folgerichtig jetzt der Wechsel. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Jetzt Sabitzer. Amadou Haidara. Kampl. Jetzt wird's gefährlich. Die Leipziger machen Druck. Jetzt vielleicht. Keine Gefahr hier, da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Die Fans spüren, aktuell sind sie am Drücker. Gute Gelegenheit jetzt hier mit dieser Ecke. Da kommt die Ecke. Nee, da ist die Abwehr da. Rodrigo! Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball, am Ende einfach kein Glück. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Ja, geht gut dazwischen. Podolski. Da wäre Platz auf Außen. Gute Aktion. Podolski. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Julian Korb. Leitner. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Bastian Schweinsteiger. Klasse gemacht. Stark geblockt. Das könnte jetzt nochmal die Chance auf den Ausgleich geben. So, Ecke kommt. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Jetzt können Sie den Ball reinbringen.
Muss Ecke geben, da waren sie noch dran. Ecke kommt rein. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Podolski, auch hier hält er gut. Super Leistung heute. Kann man absolut so sagen, er hält, was zu halten ist. Schweinsteiger. Super dazwischen gegangen. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Podolski. Schweinsteiger. Korb. Leitner. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Und Rodrigo. Kampel. Tyler Adams. Klasse Pass. Konsequenter Zweikampf Tauhausen. Den Ball spielt er zum Torwart zurück. Leitner. Gieselmann. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. So, was machen sie draus? Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Ja, mit viel Übersicht. Rodrigo. Kurze Hereingabe. Das hätte gefährlich werden können. Geklärt, Ball geht ins Tor aus, gibt Ecke. In den Strafraum. Da können sie klären. Da können sie jetzt flanken. Ja, da ist Platz jetzt. Schirmt den Ball gut ab. Super Trick, er kommt vorbei. Gute Aktion, da ist die Flanke. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Badstuber. Und jetzt ist der Ball geklärt. Gieselmann. Schweinsteiger. Erneut jetzt der Ballverlust. Ein enges Ding hier. Und es kann auch so viel passieren. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Guter Vorstoß. Kann was werden. Leitner. Und Schürrle. Niklas Füllkrug. Gut gemacht, gutes Technik. Sie stellen um auf eine defensivere Taktik. Es geht jetzt darum, kein Gegentor zu kassieren. So wie es aussieht, sind Sie mit diesem Ergebnis zufrieden. Sie stehen jetzt extrem tief und versuchen nur noch das Spiel über die Runden zu bringen. Enormes Laufpensum. Er geht hier weite Wege, um sich den Ball zu holen. Podolski. Wichtig, ganz wichtig, dass er da dazwischen geht. Mateus Cunha. Jetzt können sie einwerfen. Wird da eine Chance draus? Nordi Mukiele. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Fünf Minuten gibt es hier drauf. Das ist reichlich und klar. Den Fans passt das nicht. Sie wollen den Abpfiff. Die Fans wollen hier keine Nachspielzeit. Die wollen den Abpfiff.
Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Klasse Aktion. Nordi Mukiele. Bertrand. Amadou Haidara. Rodrigo am Ball. Schöne Aktion. Ist hier immer noch am Ball. Kein guter Ball, gibt Abstoß. Müssen Sie aufpassen, das war alles andere als ein guter Abschlag. Was für eine Parade! Da war schon fast alles vorbei, es wäre die Entscheidung gewesen, aber jetzt dürfen Sie doch noch hoffen. Jetzt die Ecke. Da kann sich die Abwehr erstmal wieder entspannen. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Orban. Demme. Amadou Haidara. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Rodrigo jetzt. Ja, energischer Vorstoß. Und er trifft nicht. Nun Schweinsteiger. Marcel Sabitzer. Ja, setzt gut den Körper ein. Da geht er vorbei. Klasse Pass. Um ein Haar wäre da an den Ball gekommen, aber der Keeper ist da. Das war eine ganz enge Szene. Podolski. Podolski. Lange ist nicht mehr. Jetzt wollen sie den Ausgleich. Jetzt die Flanke. Aber da steht kein Mitspieler für diese Hereingabe. Da haben wir den Schlusspfiff. Das war's. Das Spiel hier hätten sie nicht verlieren müssen, finde ich, Buschi. Nee, Wolf, überhaupt nicht. Da war mehr drin. Vielleicht sogar der Sieg. Zumindest war es eine ausgeglichene Partie. Überzeugender Heimauftritt hier. Die drei Punkte behalten sie verdientermaßen hier. Die beste Abwehr hat wieder mal zugeschlagen. Überhaupt nichts zugelassen. Es ist schon beeindruckend, wie gut die da hinten stehen.